Moin zusammen, heute am Start mit Fallout 4. Das letzte Mal waren wir ja hier in diesem netten U-Bahn-Schacht, wo jetzt wieder diese tolle Musik kommt. Und das bisschen denkt, jo, was geht ab hier? Ist hier irgendwas? Wo ich aufpassen muss? Ich bin runter, du dummer Hund. Man schon wieder raus oder was? Back Bay, okay, man hätte auch hier reingehen können. Alles klar. Weil ich bin noch versteckt, außer mein Hund ist halt nicht versteckt, also das ist halt immer so komisch. Ne, das wollte ich nicht. 3, was ist die 4? 5. Ne, wartet mal. Ich hab doch eine mal vergessen, die recht fern. Sagen, irgendwas habe ich schon vergessen. Sturm anscheinend. Sehr schön. Kleiner Schisser. Sieh dich nicht. Sieh mich ja nicht. Okay, der war legendär. Strong. Noch irgendwelche? Okay, Docken ist jetzt auch wieder okay. Alles klar, haben wir das erstmal hier schön beseitigt. Harnisch, Metall. Mal langsam den Kampf vorgehen, die Zeit, wenn du 20% weniger Gesundheit hast, sehr schön. Schienenpistole plus. Ja, da haben wir den einfach fertig gemacht, also ja, nichts leichteres als das, würde ich meinen. Aber wir sind wieder voll, Dogmeat. Dogmeat, mein Freund, hallo. Dogmeat! Meine Fresse! Ich glaube, das meinen alle Leute mit dem Dogmeat. Dogmeat kann auch nicht mehr tragen. So, was ich jetzt hoffe, dass hier eine scheiß Crafting-Box ist. Das ist ein Wort. Okay. Das sind noch Kanister und so ein Scheiß. Also, ja, was ich gerade hier wirklich hoffe, ist, dass hier ein Vault ist. Mehr oder dass es ein Vault ist. Das sieht ja Vault 114 sieht's aus. Deswegen sollte mir auch ein bisschen klar sein können. Mal schauen, was da so drin ist. Ich hoffe, es ist. Also ich bin gespannt, ich hoffe, wir sind keine Feinde drin, das wäre natürlich mega krass. Hier oben. Sehr interessant. Sehr schön, Dogmeat. Ist wieder wahre Stärke geleistet und. Junge, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, du Hund!
Also, es tut mir gerade leid, aber das ging mir gerade mega auf den Sack, dass ich wieder langlaufen und er blockt mich und blockt mich und blockt mich und blockt mich verdammt nochmal. Schlüssel erforderlich? Ist ein Schlüssel? Du willst schon gehen? Ich hatte gerade angefangen, dich zu bewundern. Okay, das geht auf, Digga. Bist wohl noch nicht ganz erledigt. Okay. Ist nichts drin, was irgendwie nach einem Entschlüsselungscode ist. Hier irgendwas. Vortec. Dackchen. Ja, ich suche ja eigentlich wirklich nur eine Werkbank irgendwie, wo ich was craften kann, aber ich bezweifle mal, dass ich das hier so finde. Mein Verkäufer wäre auch gar nicht so schlecht, aber irgendwie, ich glaube, ich werde lange danach suchen und irgendwie also, zu. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Ah. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Ah, stimmt. Du musst es natürlich nicht. Was ist das hier? Ich will irgendwas machen? Nee, anscheinend nicht. Denkst du, ich kriege mit Einschuss? Ich muss nicht mehr zielen. No scope! Ja, wir laufen hier so langsam schön, langsam lang. Komm, lass doch einfach hier was sein. Einfach irgendwas zum Craften. Es kann doch nicht so schwer sein, dass hier nichts zum Craften ist. Ist jetzt hier wirklich nichts drin in diesem ganzen Vault? Das wäre ja natürlich irgendwie sehr krass, wenn hier nichts drin wäre. Okay, man kommt hier anscheinend wieder raus. Ja, jetzt ist die Frage, ob die nett sind oder nicht nett sind. Hallo? Warum kommt diese friedliche Musik, wenn es nicht mehr friedlich ist? Das verstehe ich manchmal überhaupt nicht, also. Komm, lass doch hier irgendeine scheiß Crafting-Station sein. Bitte. Weil das Problem ist halt, ich brauche halt mega lange, bis ich wieder runterkomme, also. Ist hier noch irgendwas? Jawohl. Was bist du denn da? Du bist ja dumm, oder? Was denn? Easy going! Ja. Okay, muss ich dir helfen irgendwie doch mitnehmen? Lass doch hier bitte eine Station sein. Ich glaube, viele Leute nerven mich damit mit diesem Satz. Ist klar, aber ich will irgendwie nicht runterspringen. Jo. Okay, mach ich grad nicht mehr. Ist irgendwas? Craften? Nein. Das ist die Funktion, Bro. Ah! Vault 114 haben wir endlich geöffnet. Der eigentliche Vault. Ja, bin ich ja mal gespannt, was da jetzt ist. Okay. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt, die Folge ist wahrscheinlich die ganze Zeit so lang laufen und ich freue mich schon, aus der Situation irgendwie auszugehen. Weil hier ist
mega geiler Scheiß eigentlich. Also, dieses mega geiler Scheiß. Also, ich muss hier sowieso nochmal lang und alles plündern. So, das nervt mich schon ein bisschen. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklopf. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Hab ich dich, du... Ah, läuft sogar noch runter. Ach, komm her. Schon mal an der Station irgendwie nebenbei. Hey. Was ist denn mit dir los, Dino? Ich weiß nicht, was mit deinem Problem ist. Tief verwässert? Ja. Nee. Frage ist, ob wir hier irgendwas haben. Ich möchte gerne irgendwas craften. Aber irgendwie geht das gerade überhaupt nicht. Also ich sehe auch gerade nirgendwo was. Ich glaube, ich bin jetzt hilflos. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Okay. Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Na ja, kannst du mir. Ah, mein strahlender Ritter. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Nett. Yay. Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Du musst jemanden für mich finden, aber es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Das stimmt, ja, mein Freund, ich kann leider nicht so schnell rennen, weil ich bin vollbepackt und, ja. Kann ich wenigstens ein bisschen schneller laufen, aber ich muss trotzdem irgendwie nochmal irgendwo hier rein. Ich muss hier nochmal rein! Ich muss sicherlich nochmal rein! Das nervt mich ein bisschen. Ich muss hier nochmal rein. Ich hoffe, wir sprengen das ganze Ding hier nicht irgendwie hoch. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Hey, Valentine! Möchtest du das wirklich hier unten machen? Wo an jeder Ecke diese menschlichen Kakerlaken lauern? Wo zur Hölle steckt der? Ja, komm schon. Ja. Bis dann, Kumpel.
Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Je. Hier ist doch nichts, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich dachte, hier geht's raus. Hier geht's lang. So. Also wäre das wohl ein Ort, an dem sie würden. Da wurden sie dabei gesehen, dass sie wollen. Lass uns tanzen! Das war wohl der letzte. Ja, aber als ich dachte, man könnte sich doch noch gütig einigen. Nichts. Hier ist so viel Loot, dass ich hier leider. Kommt jemand. Valentine ist irgendwie geil, irgendwie da irgendwas. Ist irgendwie sehr sympathisch. Nick weiß wo lang. Jimmy Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Bekomme ich nicht auf. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Einen Voltanzug haben wir. Einen Voltanzug haben wir. Eine will ich aufsetzen. Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ach, schade. Dachte, ziehe mir schon meine Gatling an und bam, 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 bam. Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich? Schießen, wir schießen. Mädchen vermöbelt. Schießen. Hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Zu Gewalt am Mund? Dala, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Du versuchst nur, mich zu verwirren. Schnapp sie dir, Skinny! Kannst du weglaufen? Ah.
all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Ich hatte ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern. Wenn ich ihnen erzähle, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Eine Wartungsleiter. Ich weiß nicht, wo die ist. Ach doch, da. Na ja, gut, ich hab's ja. Ich weiß, was es ist. Back Bay. Alter, wie ich der Frau da gegeben habe. Ins Gesicht einfach. Und wie viel die Typen auch ausgehalten haben. Ich habe ja in den ganzen 455 Schuss da drauf verballert. Ob die guten Held einfach das. Die Schüsse sind nicht immun. Er hat einfach das Brennmittel nehmen müssen einfach. Da wären die Clubs schneller gestorben. Alter, steht. Wie viele Schüsse da auch ausgehalten haben. Das ging nicht alone, ey. Gucken wir mal. Ja. Hier, ein Chat muss ich doch da rein, weil dann liegt Valentine doch irgendwie keine Lust hat irgendwie. Hallo? Ah, also. Hey, Valentine. Also, willst du reden? Wie hast du mich unten in diesem alten Vault gefunden? Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Sehr schön! Okay. Dann werden wir, oder werde ich ganz schnell mal den Vault 110 plündern. Noch schnell. So. Ah, ich kann an den Ort reisen, das ist natürlich sehr schön. Alles klar. So Leute, wir hören uns beim nächsten Mal bei Fallout 4. Ich werde jetzt erstmal den ganzen Scheiß, den ich da mitgenommen habe, alles zercraften, werde zu dem World 114 wieder hingehen und alles looten und werde das die ganze Zeit erstmal machen. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, schreibt einen Kommentar drunter. Auf jeden Fall, das wäre mega geil, würde ich mich mega freuen. Und tschaußen.